Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinde Rare im LS19 am Mittwochmorgen, einen wunderschönen. Wir haben ein bisschen weitergearbeitet, beziehungsweise in der letzten Woche ist ja leider sind die Folgen ausgefallen, weil wir keine Zeit hatten. Ich habe nicht geschafft, tut mir leid. Ja. Moin. Bisschen verspätet, aber es gilt doch, wir sind noch am Anfang. Und wir haben ein bisschen weitergearbeitet, wir haben jetzt einen 8900 Lexion, da werdet ihr euch sicher fragen, warte mal, das war doch letztens nicht so, wir haben einen LKW, ja, wir haben unsere Komplett, da kann ich jetzt gleich mal schnell hinspringen, kann ich auch kurz mit hingucken, wenn ich dir will, die zu BGA. Die komplette BGA leergeräumt. Genau, wir haben die kompletten Silos leer gemacht, alles in den Fermenter rein, in die BGA reingehauen und das hat dann halt schon, wie viel waren es? Ich knappe 600.000 oder sowas, gell? Der also. Also wenn man jetzt alles zusammenrechnen würde, was wir vorher auch noch gekriegt haben, haben wir wahrscheinlich knapp 1 Million bekommen. Also, weil wir haben ja 400.000 für ein Silo, glaube ich, gekriegt. Und dann hatten wir hier noch einen Riesenhaufen und dann nochmal ein Silo. Also hatten wir noch mindestens 1 Million an, Liter an Silage. Und umgerechnet haben wir ungefähr so 1 Million gekriegt. Dafür haben wir uns vier neue Sachen gekauft. Einmal den Dreiachs MAN gibt's auf Modup, das wunderschöne Teil. Kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Und das sind die zwei hier. Wir haben davon den hier, hat ein paar Konfigurationsmöglichkeiten, alle möglichen Farben, die man auswählen will. Ja, kann man machen. Dann haben wir noch den Lexion Laufbau und den John Deere gekauft und haben noch ein Lizard von Lizard Cutterset auch im Modup, haben wir die Schneidwerke genommen, da die ein Fahrgestell unten drin haben und wir und 13,7 Meter haben, also ja. Und einen zweiten MM haben wir auch noch, das ist meiner, das ist ein Philips seiner hier. Den Reißanhänger hatten wir ja schon und er hat sich noch eine Krampe gekauft. Die beiden passen ja relativ gut zusammen. Rot-Schwarz passt. Das ist mein wunderschönes Schmuckstück, ein Glas Lexion vom Platinum Edition. Anderson Bild, genau. Ja. Haben wir die eigentlich schon mit draufgenommen? Ich weiß es gar nicht. Normal ist es mit drauf. Warte, lass mich gucken, ballentechnisch. Jo, ist es mit drauf. Also das heißt, wir können jetzt auch andere Ballenwagen kaufen oder mal das Teil wieder benutzen, wenn wir schon seit Ewigkeiten. Ich habe das mal Anfang vom 19er benutzt, aber schon so lange nicht mehr. Welches Deckbrot würde mich so interessieren? Warte mal ganz kurz. Bist du gerade im Johnny drin? Nee. Okay, dann kann ich mit da kurz einsteigen. Da. Den haben wir uns auch noch gekauft. Das ist der Johnny, da haben wir auch abgegradet, das ist jetzt ein Philips seiner. Der Teil hier ein, schon der. S97, auch mit 13,7 Meter. So, ich drehe jetzt auch hier irgendwann weiter. Ich muss gleich abtanken, ist mir gerade aufgefallen. Ich habe tatsächlich 41% drin. Ich habe ein bisschen früh angefangen, muss ich sagen. Ja. Die Felder haben jetzt auch schon angesehen. Ich weiß gar nicht mehr, es ist schon so lange her, dass wir die letzte Mal aufgenommen haben. Ich weiß gar nicht mehr, was die Leute. Kann sein, dass ich kurz an mein Mikro gekommen bin, sorry. Ja. Ich weiß gar nicht, was die Leute noch alles mitgekriegt haben. Also, Feld 5 wissen sie ja, dass wir gekauft haben, oder? Doch. Mhm. Das haben sie gesehen. Da haben wir haben gehäckselt. Stimmt, dann genau. Haben wir hauptsächlich, also dann haben wir nur noch Silage geschippt und das war halt dann nicht so spannend, das haben wir dann nicht aufgenommen. Haben die Felder nochmal kurz alle neu bestellt, glaube ich. Mhm. Ja, da ist jetzt überall Raps. Und da haben wir überall Raps drauf. Ja, genau. Und dann haben wir geschippt und das haben wir halt dann nicht aufgenommen, weil das halt einfach eine langziehende Arbeit ist. Jojo, Leute, haben wir uns wieder getroffen zum Aufnehmen. Der Sebi ist leider noch nicht dabei, der wird aber in der dritten oder spätestens zweiten bzw. spätestens dritten Folge dazu stoßen. Aber die eine Folge schaffen wir auch alleine, oder? Doch. Ja, würde ich schon sagen. Wir haben es vorher auch zu zweit geschafft, wir sind nur am Dreschen, das passt also. So, ich habe jetzt mal wieder einen Sturmmarsch vor mir, ist natürlich wieder perfekt. Unangenehm. Ich bin mit der einen Hälfte vom Feld 7 schon wieder fast fertig, also das geht ruckzuck mit. Also ich habe Feld 5 jetzt fast runter. Ich habe jetzt, wenn ich das jetzt hier mitnehme, habe ich noch eine Bahn. Und dann bis dann dürfte ich es eigentlich haben. Dann kann ich gleich. So. Ja. Soll ich dann eigentlich unseren Ballenwagen austauschen? Müssen wir mal gucken. Können wir noch ein bisschen warten? Oder ja, können wir schon gerne machen. Wir müssen dann gucken, wie viel die anderen mitnehmen können, dass wir ungefähr gleich bleiben. Ich weiß gar nicht, kann der vom Anderson mehr mitnehmen oder weniger? Ich glaube mehr, oder? Ich
Wir können jetzt mit dem 16 ballen. Den vom Anderson vom die 18, Anderson oder? DC 16 oder 14. Ja, okay, dann lass 16 nochmal mal. Ja, wenn dann die 1, 2, die machen wir schon noch dazu. Wenn dann schon wieder 16 nehmen. Warte. Oh, Leckleck, ladet ne? Der ab. Die laden ladet der einen in der Stack Pro hoch ab oder? Normalerweise denkst? Laden sie alle hoch ab. Geht der überhaupt eine andere Richtung abzuladen? Eigentlich meine ich, dass die Ballen nicht aufgestellt werden, sondern einfach bloß so ein bisschen aufgerundet und dass die dann runtergeschoben werden. Mal. Oh, ich weiß es gar nicht. Ich habe das schon so lange nicht mehr Benutzung gehabt. Wenn ich will, ich kann ja wenn das nämlich in einer Längsbahn abkippt, wäre es teilweise sogar besser. Ja. Ja, weiß boah, wir ich müssen jetzt auch noch Viecher schauen, ey. Oh. Ja, nicht nur mal gucken. Oh Gott. Ich mach mal kurz den Kurs hier rein. GPS-Kurs. Haben wir noch Stroh? Ja, okay. Normal, also wir haben viel Stroh. Wir brauchen auch noch Mischration. Warte, ich die Schafe schaut gut aus. Aber die Kühe. Wir haben rund beim Quaderballen. Der hier, wie viel kann. Ah, der kann 14 Ballen mitnehmen. Aber der müsste sie runterrutschen lassen. Der hier? Tut mir leid, aber ich mache jetzt kurz die Kühe. Ja, ist gut. Der hier stellt sie, glaube ich. Ja, der hier, also der, wo 16 mitnehmen kann, der stellt sie auf. Der andere mit 14, der lässt sie runterrutschen. Soweit ich weiß. Aber die Frage ist halt, lohnt sich das, wegen den zwei Ballen hin und her den dann wieder aufstellen zu lassen? Weil ich glaube sogar, dass der dann billiger ist auch. Oder? Also der zum Ab, der wo es runterrutschen lässt, kostet 57 und der 90.000. Ja, ich würde dann tatsächlich den schon nehmen mit 14, wenn. Weil der andere. Boah, Junge. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel kriegen wir für unseren Alter? 70.000 hat unser Alter gekostet. Und der bringt 75.000 würde der neue kosten, also. Da ist. Ja, der bringt jetzt noch 43. Oh Gott. Hilfe, da war. Den nicht reparieren. Ja, ja. Das kann natürlich auch sein, dass man reparieren braucht. Und am Händler kriegen wir auch noch mal ein paar Tausender mehr. Soll ich die eine Bahn noch mitnehmen? Ach komm. Oh Gott. Ich nehme es einfach mal aus Spaß einfach mal mit hier. Ich habe es gerade verstanden. Nix. Ah, gut. Bin Profi. Das hat niemand gesehen, also alles noch im grünen Bereich. Bin Profi, hab gerade verstanden, so ein Kenan, Mechfieber. Geschrottet ist egal. Oh, kann man machen. Muss man aber nicht. Er stimmt hier. Oh, wir haben schon wieder 57.000 Liter Milch. Holy shit. Das ist. Sehr gute Kuhmus. Sehr gute Kühe. Wir haben, oh, wir haben inzwischen 131 Stück. Oh, die Synchro ist auch mal wieder erste Sahne. Ja, Mischstation müssen wir tatsächlich dringend machen. Ja, was heißt dringend? Sie sind zwar im roten Bereich. Oh, Sauberkeit. Ja. Wir müssen uns ein bisschen kümmern, wir haben jetzt in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Aber jetzt können wir uns. Ich mach das gerade, ich bin gerade am Hof. So, wo ist denn mein LKW? Warte, andere Richtung tappen. Da ist er. So, weil dann kann ich mit der Teil gleich mal. Ich mach das gerade schnell mit den Kühen, gell? Weil ich bin schon. Hab's schon gesehen. Ich hampel hier rum mit meinem Johnny. Wo ist eigentlich unser. Ach, ernsthaft. Jetzt hat der Fan die blöde Schaufel dran. Mann! Hinter uns Scorpion. Nee, da habe ich Ball drauf. Achso. Warte, dann nimm doch den kleinen, den hatten wir doch vorher auch einen Tukanis, sag ich schon. Wie heißt du denn gleich wieder? Ein Arion. Ich nehme jetzt einfach den Fan hier. Weil der ist schon dran. Oder das. Da steht schon auch seit Ewigkeiten da dran, wo ich mal Silage verladen wollte. Ja. Ach stimmt, wir haben jetzt. Wissen das die Leute, dass wir einen anderen Mutter Mischfutterwagen haben? Ich glaube. Doch, das wissen sie. Wissen sie? Okay, ansonsten. Wenn nicht, dann täusche ich mich, aber gescheit. Ja. Ich hätte auch der Meinung gewesen. Auf jeden Fall haben wir auch den Mischfutterwagen, weil ich bin mir gar wirklich nicht mehr sicher. Ich kann da mal nachgucken, ob ich es auch schon gezeigt habe oder nicht. Und ja, die Silage, was in den beiden Silos hier drin ist, wird vorerst einmal bleiben für die Kühe. Und ja, bleibt jetzt erstmal da drin.
Ja, da sind wir. So, ich werde jetzt gleich mal mein MAN. Ja, ich werde jetzt gleich mal mein MAN zum Hof fahren und die den Raps in Silo reinhauen. Und dann heißt. Aber vielleicht haben wir ja noch Grassilage für die Kühe. Ja, das geht auch noch. Ich würde dann gleich auf die 30 weiterfahren. Also ganz nebenbei, auf der 40 ist ja glaube ich noch Dingens drauf, oder? Du könntest mir helfen bei Feld 7. Oder das könnt ihr auch machen. Oder auf das 34 glaube ich ist es. Ja. Auf der 40 ist da noch Dingens drauf, Ölrettich, ne? Oder? Ja, immer noch. Wenn wir auch noch mal. Ist er schon reif? Ich hab's gar nicht nach. Nee, muss reif werden, wenn wir. Also so viel ich weiß, ich habe bis jetzt noch nicht mit dem gespielt. Ich grad noch ein bisschen hier. Wenn Leute das besser wissen, wie das geht mit dem Düngen bei dem. Ja, ich glaube, er muss. Aber ich schätze, der muss erstmal reif werden. Ja, ich glaube, reif muss auf jeden Fall sein und dann können wir in Untergruppe normalerweise. Obwohl, warte mal, ich habe schon irgendwas gehört, dass der nicht reif werden kann. Es gibt doch, wenn man Escape öffnet, gibt es doch diese, da gibt es doch so ein Menü, da wo du das anklicken kannst, wo da dann dran steht. So ein kleines Hilfsfenster, wie man es nennt. Ganz hinten normalerweise. Oh Gott. Sorry Leute, dass gerade ein bisschen ruckelig ist, aber ich bin erst seit ein paar Minütchen auf dem Server. Und die Synchro, ja, muss dann auch schon ein bisschen nachladen. Ja, hier geht es sogar schon wieder. So. Ich schau jetzt mal nach, ey. Das kann es doch nicht sein. Ich hocke auch schon wieder richtig. Blödsinn. So. Ölrettich. Ölrettich ist eine bisschen andere Pflanze. Die sieht nicht wie eine andere. Einmal Mikro ein bisschen anders stehen. Ich werde jetzt mal unter die Gruppe. Alte Pflanzen. Immer ein Stück drinne. Gründünge und darauf folgt Ernteertrag 30% steigernd. Also der kann nicht reif werden. Okay, das heißt es ist. Sobald er sprießt, soll man ihn wegtun. Okay, gut. Das heißt, dann braucht er den nicht untergruppern. Ich würde eher auf Flügen steigen. Aber da steht Gruppern, ich weiß es nicht so recht. Ja, normalerweise man muss nur Untergruppern flügen. Aber wir müssen das Feld auf Flügen, das Problem ist, wenn wir dann gleich flügen, ist wieder. Brauchst du das echt flügen? Ja. Tatsache, lol. Was war denn. Ach, war der Mais drauf? Nee. Aber Sonnenblumen, okay. Sonnenblumen, ja. So, dann lade ich mal die so den Raps hier. Also ich würde sagen, wir hauen jetzt den ganzen Raps, was wir jetzt von den Feldern machen, erstmal in unser Silo rein und dann machen wir einen Großverkauf. Weil dann geht der Preis nicht so schnell in den Keller. So, passt. Dann fahre ich. Warte mal, was ist auf der. Ist die 30 schon reif? Ja, ist sie. Dann fahre ich jetzt gleich erstmal zur 30 hoch. Dann ruppe ich die runter. Dann wahrscheinlich zu 16 und dann, wenn noch was da ist, nein! Ist die. Oder? Ich hätte es. Wo bist denn du? Ich bin gerade am Hof und habe entladen. Seit 6 ist das. Oh Mann, ey. Feld 6, meinte ich. Achso, oh, ich hab's Feld 6 hab ich komplett vergessen. Ja, ich auch. Ich hab komplett vergessen, dass wir das überhaupt noch haben, oh Gott. Ja. Nee, vergessen, dass wir es haben, habe ich nicht, aber ich habe vergessen, dass da noch. Ja. So, warte, ich war hier auch schon wieder. Egal. Ich kann jetzt sowieso umdrehen, weil. Oh, da war eine Brücke. Ja. Kann sein, dass die vielleicht demnächst wegkommt, was? Nein, nein, alten. Was nennt man hier mal? So, dann heißt gleich mal rüber auf Feld 6. Warte mal, kommen wir denn dann nicht auf? Das sieht man hier nicht, warte mal. Kommen doch auch immer hier. Doch, wir kommen hier auch hin. Passt, okay, gut. Das heißt, ich muss eigentlich. Bitte lass rumkommen. Oh, okay, gut. Das heißt, ich muss eigentlich nur. Hier vorne längs. Passt. Wie viele Silageballen haben wir gesagt? 3 oder 10? 3 oder 2? Welche wir reinmachen, wie viel wir reinmachen müssen? Ja. Ich glaube 3. Doch, weil der hat ein bisschen mehr Platz, glaube ich, ne? Dann müssten es 3 sein, meines Erachtens. So, ich lasse den jetzt erstmal hier stehen.
So, wo ist denn mein Lexion? Da ist mein Lexion. Ich ja. Zack, passt. Das kann ich eigentlich einfach nur aufklappen. Ich habe schon wieder den Schnellwerkswagen gesucht, aber hier gibt es ja keinen. Wir können das einfach rummachen. Zack. Ich glaube, den Drescher an sich nochmal zusammen. Ich hau jetzt nicht so viel Silage rein. Ne, drei müssten eigentlich normalerweise. Ist eigentlich so. Nein, normale. Weil ich hab die Schaufel. Also ich hab die. Zwei Schaufeln. Oh oh. Gut. Alles gut. So. Schaut nicht so gesund aus. Gleich fallen sie runter, ich sieh's kommen, ey. Wieso passiert sowas immer mir? Blub blub. Wie viel ist jetzt drin? Keine Ahnung. Verdammte Kacke. Zu viel? 55% Silage. Das könnte eng werden. Ich hab Vertrauen in dich, du schaffst das. Ja, danke jetzt. Und ja, ich habe jetzt Flipsi auch ein bisschen runtergesetzt, das heißt, du dürft eigentlich, wenn ihr jetzt redet, mal kurz was. Hallo, hallo. Ja, okay, das passt, er ist jetzt eben im gleichen Bereich wie ich. Das heißt, er kann jetzt nicht mehr so laut übersteuern. Ja, das ist irgend so ein Problem mit meinem Headset. Nee, ich glaube, es liegt nicht am Headset, sondern es liegt einfach an Discord, dass ich dich da halt auf voller Lautstärke habe. Und wenn du dann halt reinredest, dann sagt OBS, ja, der ist so und so laut, der, weil das läuft ja alles über den Desktop-Sound, also auch wo das Spiel läuft und so weiter. Und ja. Alles gut. Kann ich hier drehen? Wir haben keine Ballen mehr zum Auslagern, verdammte Kacke. Doch, vier Ballen sogar. Gut. Alles gut, und jetzt kommt dann auch. Ja, okay, ich lass die vorbei. Kann ich dann in Ruhe trinken? Leck. Ja. Ah, was auch noch? Egal. Hier ist Weizen in so, unser. Nein, ich muss ganz kurz hier drehen. Ja. Flo. Ja. Was gibt's? Oh Gott. Als wir hier unser Ballenlager platziert haben, haben wir vergessen, dass wir ein bisschen in den Acker reingegangen sind, gell? Eigentlich haben wir das ja mitgekauft. Hier ist Weißen gesehen. Ja. In unser Strohlager, Heulager. Weil. Oh. Ja gut, ne? Also. Ich weiß ja nicht, aber das ist eigentlich eine Betonfläche. Ich weiß nicht, ob der da so gut wachsen kann. Aber gut. Aber was, ob hier schon wieder. Oh, hier liegt noch ein Ballen. Mann! Hier hinten liegt bei mir. Hier liegen noch zwei Ballen, ne? Ja. Ich hab gerade so entdeckt. Was, ob hier schon wieder Weizen. Ne, Hafer ist diesmal. Aber ob hier schon wieder. Getreide angesät wurde. Junge. Ja, moin. Ich lager die ganze Zeit diese blöden Ballen ein. Ja. Jetzt bleibst du draußen, du. Jesus. Also ich habe die Ball nicht mehr angespießt, sondern oben nur noch auf der Gabel drauf liegen. Perfekt. Hey, perfekt, Alter. Gut, was war das denn? Ja. Gut, ne? Tut mir leid, aber es ist momentan nicht alles möglich. Es ist zu eng, ich kann ihn nicht. So. Ich muss ganz kurz in Nachbars Feld reinfahren. So, passt. Das ist ja aber auch eng, ne? So. Vielleicht wird das noch, weil ich habe momentan noch Futter. Ja. Das wird schon. Schau mal, vielleicht bringe ich noch ein Ball Stroh rein. Zeig, können wir zusammenklappen. Anschalten, dann geht's wieder rein, ne? Ja, ja, ich bin jetzt auch im Bild. So, passt. Weiter geht's mit Robs. Alter, mit 13,7 Meter Arbeitsbreite geht's schon voran. Mhm.
Und bei dem Scorpion auch. Obern fast zu viel Silage reinhaut. Ich schaff das. Akku. Wo steht denn meine Ah, vorne. Oh, Alex. Gerade. Und mir geht's tatsächlich. Ich bin am Dreschen. Auf dem Feld, nicht am Hochalpen. Ja, mit 15 FPS im roten Bereich. Geil. Ja, am Hof ist ein bisschen problematisch. Das ist an den, das liegt an dem Silageball. Oder Silageball. Haben wir da immer noch welche rumstehen? Ja! Echt? Wieso fahre ich denn gerade 7 km/h? 8. 18. Hey. Ich hab immer noch Futter. Oh nein. Scheiße. Ich hab 90%, ich glaube, ich krieg noch einen Silageball Heuball rein. Irgendwie müssen wir es wieder hinkriegen, dass es so Mischvariation wird. Oder nehmen die Kühe auch Futter an? Das ist doch fast das Gleiche. Nein. Ob es da ein bisschen Ball weniger oder nicht, das fällt ihnen doch nicht auf. Oh nee. Oh. Eil erstmal Motor abschalten. So, gut, let's go. Gut. Eil, ich hab Mischration geschaffen. Ja. Ich sehe die Kühe schon hupeln, Alter. Kann den Futtermischwagen aufklappen. Ja. Und jetzt sieht man die, Keilriemen. Ah. Echt jetzt? Ja. Oh moin. Ah, da drüben ist er. Wieder ein Nachbarfeld mit Raps. Ganz kurz. Sein Format alle. Ja. Ich muss ganz kurz bei den Kühen gucken. Oh ja, da geht die Zahlen hoch. Schön, schön. Of my life. Ich bin zurzeit mit meiner Singstimme. Stimme auch. Ich hab's mitgekriegt, aber du hast kannst dir ein Online-Radio anhören, ich muss sie mit dem Standard-Radio von der LS machen. Mann. Aber wenn die Aufnahme vorbei ist, dann wird dir der Radio angeschaltet, was? Hast du keine Telefon, was? Was? Keine Schleichverwurmung, nein. Nein. Wir haben noch Stroh. Wir haben noch Stroh im Lager. Echt? War recht viel. Ach, dann füllen wir mal ein bisschen Stroh nach. Wir haben so viel ganz gut selber nachgucken. Wir haben so viel Strohballen und Stroh allgemein auch. Das ist schlimm, ey. Oh ja. Heu haben wir auch eine ganz gute Menge. Haben wir mal so viel mit dem Ladewagen umeinander gefahren? Hoch hinter unserem die Wiese direkt bei uns im Hof ist vielleicht noch Heuballen drauf. Das ja möglich. Das ist auch noch ab nachgewachsen. Kann man hier Wiesen zerstören? Ich gesagt, dass das
egal ist, ja, habe ich, aber was ist? Ich habe nicht gesagt, dass du noch Zeit hast. Oder vielleicht doch. So, jetzt bekommt ihr wieder ein schönes Strohbettchen. Ach, die Kacke müssen wir auch noch wegräumen. Ich hab, die Kacke? Achso, der mischt. Ja, die Scheiße von dir. Hat man nicht mal vor, eine Mischstreuer zu kaufen? Ja, okay, wenn ich nach rechts oben bin. Ja. Mischsteuer. Wo häng ich denn, Alter? Zeig, dass du Jerry bist. Diese. Was machst du eigentlich da? Nix, nix. Okay. Ab unseren. Okay. Aber ich bin nicht weit weg von halt gestrottet, aber egal. Ich bin nicht weit weg von dir. Ich kann schnell rüberlaufen, mal gucken, was du damit unseren Fahrzeugen machst. Alles gut. Nee, muss nicht. Okay. Ich habe ein Problem, ich hänge fest. Ja. Ah, rückwärts schiebt er noch. Okay. Aber ja, ich darf mich, oder wir dürfen uns fürs Zuschauen schon mal wieder bedanken, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen oben da lassen. Wäre natürlich sein kostenloses Abo, natürlich auch nicht schlecht. Ja, dann kommt nochmal sein legendärer Spruch, der natürlich nie fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch keinen Cent. Ja. Ja. Flo, heute dein Einsatz. Zettel war heute nicht so da, oder? Aber gut, ja, dann sind wir für heute fertig und dann ansonsten sehen wir uns. Maria. Ja. Also sehen wir uns dann zu einer weiteren Folge am Samstag und natürlich Sonntag. Und bis dahin wünschen wir einen wunderschönen restlichen Woche, eine wunderschöne restliche Woche und bis demnächst. Haut rein und ciao, ciao. Ciao, ciao. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.